Beim horizontal geknüpften Rippenknoten wird der Faden links als Leitfaden straff horizontal vor die Arbeitsfäden gelegt. Den ersten Arbeitsfaden um den Leitfaden schlingen und zwischen Leitfaden und Arbeitsfaden führen. Knoten vorsichtig festziehen. Mit dem gleichen Arbeitsfaden nochmals eine Schlinge um den Leitfaden legen und das Ende des Fadens in die Schlaufe zwischen den beiden Schlingen auf dem Leitfaden führen. Knoten vorsichtig festziehen. Beide Schlingen sollen lückenlos nebeneinander liegen. Den gleichen Vorgang nun mit dem zweiten Arbeitsfaden wiederholen. Schlinge den zweiten Faden um den Leitfaden und führe ihn zwischen Leitfaden und zweiten Faden zurück nach hinten. Lege eine weitere Schlinge um den Leitfaden und führe das Ende der Schnur zwischen die beiden Schlingen auf dem Leitfaden. Knoten festziehen und dicht neben den ersten auf der Leitschnur legen. Jetzt wird der gleiche Vorgang mit dem dritten Arbeitsfaden wiederholt. Um den Leitfaden rum und mit dem gleichen Faden nochmal von oben durch die Schlaufe. Dieser Vorgang wird mit allen Arbeitsfäden wiederholt, um eine horizontale Linie zu bilden. Dieses Muster eignet sich super zur optischen Trennung in deiner Knüpfarbeit. Eine horizontale Rippenknotenreihe dient als tolle Unterbrechung in einem Muster. Darauf muss nur geachtet werden, dass der Leitfaden immer straff und horizontal gehalten wird, damit die Arbeit gleichmäßig geknüpft werden kann. Als Leitfaden kann auch ein zusätzlicher, neuer Faden genutzt werden. Beim diagonalen Rippenknoten dient der Faden links als Leitfaden und wird straff diagonal vor die Arbeitsfäden gelegt. Den ersten Arbeitsfaden um den Leitfaden schlingen und Knoten vorsichtig festziehen. Mit dem gleichen Arbeitsfaden nochmals eine Schlinge um den Leitfaden legen und das Ende des Fadens in die Schlaufe zwischen den beiden Schlingen führen. Knoten vorsichtig festziehen, sodass beide Schlingen lückenlos nebeneinander liegen. Den gleichen Vorgang nun mit dem zweiten Arbeitsfaden wiederholen. Schlinge den zweiten Arbeitsfaden um den Leitfaden und lege eine weitere Schlinge um den Leitfaden, führe das Ende der Schnur zwischen die beiden Schlingen und ziehe den Knoten gut fest. Lege den Knoten dicht neben den ersten auf der Leitschnur. Wiederhole diesen Vorgang nun mit allen Arbeitsfäden, um eine diagonale Linie zu bilden. Achte darauf, dass der Leitfaden immer straff und diagonal gehalten wird, damit die Arbeit gleichmäßig geknüpft werden kann. In unserem Beispiel haben wir den Rippenknoten diagonal von links nach rechts geknüpft. Wir können ihn aber auch diagonal von rechts nach links knüpfen. Auch hier gibt es Arbeitsfäden, mit denen die Knoten geknüpft werden, und einen Leitfaden, der die Richtung bestimmt, in die geknüpft wird. Hierbei legen wir den rechten Faden diagonal als Leitfaden vor die Arbeitsfäden und halten ihn straff. Nun wird wieder mit dem ersten Arbeitsfaden von rechts um den Leitfaden geschlungen und der halbe Schlag festgezogen. Nochmals mit dem gleichen Arbeitsfaden um den diagonalen Leitfaden schlingen, durch die Schlaufe ziehen und vorsichtig festziehen. Nun wird der zweite Arbeitsfaden genommen und der Vorgang wiederholt, bis das Ende der Reihe erreicht wurde. So entsteht ein schönes, dekoratives Wellenmuster. Beim vertikalen Rippenknoten führe den Arbeitsfaden ganz links unter den ersten Leitfaden und wieder zurück. Führe ihn durch die entstandene Schlaufe und ziehe den Knoten vorsichtig fest. Führe den Arbeitsfaden nun über den ersten Leitfaden, durch die Schlaufe und ziehe den Knoten fest. Führe den Arbeitsfaden nun unter den zweiten Leitfaden und wieder zurück. Durch die Schlaufe und Knoten festziehen. Führe den Arbeitsfaden über den zweiten Leitfaden, durch die Schlaufe und Knoten festziehen. Nun wird der Arbeitsfaden unter den dritten Leitfaden gelegt. Dieser Vorgang wird bei allen Leitfäden wiederholt.
Beim vertikalen Rippenknoten gibt es also nur einen Arbeitsfaden. Alle anderen vertikal hängenden Schnüre sind die Leitfäden, auf denen der Arbeitsfaden geknüpft wird. Achte darauf, dass der Arbeitsfaden entsprechend lang sein muss, da er um jeden Leitfaden zweimal gewickelt wird. Diese Knüpftechnik ist auch unter dem Begriff Cavandoli-Technik bekannt.